Der HSV verstärkt sich mit einem neuen Stürmer. Der Hamburger Sportverein hat sich die Dienste des jungen dänischen Stürmers Mikkel Kaufmann gesichert. Der 20-Jährige kommt vom FC Kopenhagen aus der dänischen Liga und wird zunächst einmal an den HSV in die zweite Bundesliga verliehen. Reden wir doch mal über diesen Deal und was der HSV diese Saison in der zweiten Bundesliga bewirken kann. Mikkel Kaufmann kommt aus der Jugend vom dänischen Club Aalborg BK, wo er auch in der Kampfmannschaft dann zum Zug kam von 2018 bis 2020, wo er in 25 Spielen 8 Tore gemacht hat. Danach wurde er vom FC Kopenhagen verpflichtet, kam dort zu insgesamt 15 Einsätzen und wurde jetzt aufgrund wahrscheinlich mangelnder Spielpraxis zum HSV ausgeliehen, der in der zweiten Bundesliga ja wieder mal den Aufstieg schaffen will in die Bundesliga. Kurz über Kaufmann selber, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist er 20 Jahre alt, er ist aus Dänemark, er ist 1,90 groß, somit ein sehr physisch großgewachsener Stürmer, ein Mittelstürmer in der Hauptposition, er hat auch schon für die Junioren von der Kampfmannschaft Dänemark gespielt, die jetzt bei der EM bis ins Halbfinale gekommen sind, also da ist schon eine sehr gute Nachwuchsarbeit in Dänemark zugange und seine ehemaligen Clubs, wie vorher erwähnt, sind der FC Kopenhagen und Aalborg BK. Ich bin jetzt kein Experte von der dänischen Liga und will mich auch gar nicht als Experte outen, aber was ich so gelesen habe von Fans aus Dänemark, vom FC Kopenhagen, ist er ein sehr, sehr physischer Stürmer, sehr stark, relativ groß, dann ziemlich gut im Kopfballduell, also jemand, der ein bisschen ein Brecher ist. Kann man vielleicht sogar wirklich mit Simon Terodde vergleichen, der jetzt zu Schalke gegangen ist. Und Kaufmann hat auf jeden Fall Potenzial, er ist erst 20 Jahre alt und der wird sich sicherlich beim HSV auch sehr gut eingewöhnen. Kurz zum Deal selber, wie schon erwähnt, ist es eine Leihe für den HSV und für Kaufmann. Er wird einmal ein Jahr zum HSV ausgeliehen. Ob eine Kaufpflicht dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht viel dazu gefunden. Es kann sein, dass das alles privat ist oder einfach im Vertrag verankert ist und nicht veröffentlicht wurde. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der HSV vielleicht im Falle einer guten Saison und dem Aufstieg zur Bundesliga ihn dann kaufen könnte oder vielleicht eine Summe ausgemacht worden ist. Aber ich will euch da jetzt nicht irgendwie was vorlegen, was jetzt vielleicht falsche Informationen sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der HSV eine Kaufpflicht irgendwo verankert hat. Der HSV hatte nach dem Abgang von Simon Terodde einen neuen Stürmer gebraucht oder mehrere Stürmer gebraucht und sie haben ja schon mit Robert Klärzl einen Stürmer geholt, dem 27-Jährigen, der aus England kommt, der bei Cardiff gespielt hat und bei Mainz ausgeliehen war in der letzten Saison. Der soll mit wahrscheinlich Mikkel Kaufmann das neue Stürmer-Duo beim HSV bilden, ob sie jetzt beide zusammenspielen, glaube ich nicht, weil beide ja ähnliche Spielertypen sind, aber das ist zumindest die neue Stürmer Generation und neue Stürmer-Ära vom HSV mit Klärzl und mit Kaufmann. Weiß nicht, ob da jemand von der Jugend noch hochkommt. Ich bin jetzt gar nicht so gut informiert über den HSV. Also können mir gerne die HSV-Fans ihre Einschätzungen und Eindrücke in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr momentan die Transferpolitik vom HSV? Vor allem glaubt ihr, dass der HSV diese Saison wieder, dass es endlich schafft, in die Bundesliga wieder aufzusteigen? Ich bin ja schon richtig gehypt auf diese zweite Bundesliga-Saison mit Mannschaften wie Werder, HSV, Dresden und so weiter. In der zweiten Bundesliga wird eine sehr, sehr interessante und hektische und vor allem atmosphärische zweite Bundesliga. Ich freue mich wirklich schon drauf. Aber was ist eure Meinung zu diesen Transfers? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare rein. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Ich diskutiere auch immer gerne mit. Und ihr könnt dem Video gerne Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und den Kanal gerne abonnieren für mehr Content, Fußball-Content aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und ciao.